Und wir sind jetzt auch wieder zurück mit Let's Play Pokémon Kristall. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut und es würde ab Level 30 Flügelschlag lernen. Okay, Gudrun ist frustriert, weil sie kein Snubbull gefangen gekriegt hat. Also, X-Bot würde dann ab Level 30 Flügelschlag lernen, also braucht mir also das Sonderbonbon doch wohl nicht. Kann sie mal noch behalten, weil die Superschutze kann ich dann unterwegs auf der Meeresreise verwenden. Oder wir legen die Items lieber doch noch ab. Weil auf dem hohen Meer gibt es jetzt auch nicht sehr viel, aber es gibt in Route 40 ist zwar auch auf dem hohen Meer. Und bei Anemonia City gibt es auf jeden Fall ein paar Items. Und in Anemonia City muss ich dann schauen, welche Pokémon dann mit in die Arena kommen. Weil da brauche ich auf jeden Fall eines, das nämlich stärker beherrscht. So, dann einmal den Hypertrank ablegen, dann ein Sonderbonbon und das reicht. Aber wir haben dann auf jeden Fall einen Vorteil, wenn wir dann die Arena schaffen, dann haben wir dann die VM Fliegen bald. Weil die kriegt man ja fast von Hartwigs Ehefrau, aber nur das dann, wenn wir Hartwig besiegen und Hartwig ist eben der fünfte Arenaleiter. Aber was wir jetzt noch etwas sagen könnten, was für unser X-Bot dann noch gut ist, und zwar nämlich von der folgenden Dame hier. Nein, das ist die falsche. Dann ist es genau die. Es freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin Monja von Montag. Aus Zeichen unserer Freundschaft schenke ich dir dies. Nämlich Hackattack. Es sei denn verstärkt Flugattacken. Damit solltest du einen Vogel-Pokémon ausstatten. Ja, und das würde ich dann jetzt mal unserem X-Bot geben. Damit hat es dann auf jeden Fall in der Arena noch einen größeren Vorteil. Weil es fällt ja nicht mehr viel zu Flügelschlag. Und hier hinten haben wir auch noch etwas ganz Besonderes, was es nur im Pokémon Kristall gibt, nämlich der Duellturm. Und sonst gibt es hier nichts, es ist nur der Duellturm. Ebenfalls nämlich die allererste Spielgeneration, die den Duellturm in sich hatte. Und ich werde dazu dann mal noch ein kleines Special nochmal machen, aber ich werde jetzt erstmal abwarten, denn ich muss mir zuerst mal ein Team vorbereiten, denn das ist nämlich auf jeden Fall schon mal eine Hürde, die nicht einfach zu nehmen ist. Vor allem da das System noch nicht so ausgereift ist wie in den nachherigen Spielen, da werden wir auf jeden Fall auf das Härteste der Härtesten warten. Da werde ich mir dann schauen, ob ich mir vielleicht noch speziell... Oder sagen wir mal so, wir nehmen dann einfach drei Pokémon mit, sobald sie voll entwickelt sind auf einem bestimmten Level. Und ich habe mir schon in etwa in Planung, welche es sein werden. Weil man kann da nur mit 3 gegen 3 antreten. Und die müssen dann alle auf noch einem einheitlichen Level sein, denn die Trainer sind halt auf dem Level angepasst und so nämlich auf die nächstgelegene Stufe, also die 10er Stufe. Damit gemeint. Das heißt also, bei unserem Fall wäre es dann eben zum Beispiel Stufe 30, wenn jetzt mit 29 herkäme. Das heißt, da muss ich auf jeden Fall etwas gut vorbereiten. Und die Pokémon dort drin, die sind auch noch mit den EVs, DVs perfekt. Also es wird auf jeden Fall kein einfaches Ziel. Also ich kann davon ausgehend, dass ich es wahrscheinlich nicht schaffe, aber es gibt dort einen Trick. Wäre nur schön, wenn ich den zeigen könnte, aber das wird wahrscheinlich nichts damit. Weil dann müsste ich eben das mit dem Tauschen hinkriegen. Und zwar, wenn nämlich das die Möglichkeit, man nimmt zum Beispiel ein Fukano, macht daraus ein Ei, das dann auf ist und dann schickt man sie per Zeitkapsel rüber in die erste Gen. Und dort spielt man dann eben in der Spielhalle so viele Spielmünzen, bis man eben TM23 holen kann. Das war nämlich damals dort noch Drachenwut. Und Drachenwut funktioniert eben so, dass es nämlich immer 40 KP Schaden gemacht hat.
Dann trainiert man das zum Beispiel bei Radfratz auf Level 10, das nämlich noch Init ausgibt, also Init EVs. Und dann holt man sich noch eine physische Attacke, wie zum Beispiel Rückkehr, die auch noch stark ist. Macht die Zuneigung noch sehr hoch und dann geht man eben in den Duellturm. Weil die meisten Pokémon dann auf Level 10, die haben mit einer Ausnahme alle unter 40 KP oder vielleicht genau 40. Die einzige Ausnahme bildet zum Beispiel Hytera mit 80 KP. Das wäre auf jeden Fall die todsichere Methode, wie man den unbedingt gewinnen würde. Aber ich würde es dann mit meinem Team versuchen. Ich würde dann ein bisschen vorbereiten und dann anschauen, wie weit ich komme. Weil für den Sieg gibt es einfach von den statusverstärkten Items, wie zum Beispiel Protein, zum Beispiel 5 Stück. Wenn ich es schaffen würde, weil man kämpft dann dort gegen 7 Trainer. Und ich weiß, was ich vergessen habe, den Schutz. Aber das alles dann später, wenn es soweit ist. Das wird mir jetzt momentan nichts bringen, weil die sind alle auch noch voll entwickelt. Und ich hoffe nur, der Superschutz reicht doch wirklich für das gesamte Meer hier. Muss jetzt nur schauen, wo dann Route 41 beginnt, dass ich dann kurz Route 40 die andere Seite noch mache. Und dann werde ich dann im Kreisprinzip im Uhrzeigersinn vorgehen. Damit ich auch wirklich alle Trainer erwische. Also ich möchte wenigstens alle nehmen. Aber wenigstens auf Route 41 kein Item. Also ich werde es wahrscheinlich in diesem Part nicht schaffen bis nach Anemonia City, weil es sind schon einige Trainer. Und vor allem wenn dann die Sternentus immer mit Genesung kommen, dann wird es noch schwieriger. Aber ich möchte auch Bilabra schon mal so weit vorbereiten, dass es dann auch ein... zur Not auch gegen ein Hardwick Signature Pokémon durchhalten kann. Und würdest du jetzt bitte aufhören mit diesen blöden Genesungen? Wollen wir wetten, er macht's nochmal. Ne, jetzt hat er auf Turbo-Trail gesetzt. Kann ich jetzt wenigstens mit Säure noch den Rest erledigen. Weißt du, immer so Nervtöten mit den Sterndus, dass sie das immer machen wollen. Ach ja, Muschas ist zum Beispiel jetzt ein Sonderfall, das... Wobei am Anfang noch nicht, am Anfang hat es glaube ich nur den Wassertyp, aber wenn es dann mal zu einem Austoss wird, weil das kann auch richtig zu langen. Aber dazu braucht es eben einen Wasserstein, um das zu entwickeln und ab. Austoss hat es dann auch noch den zweiten Typ Eis in sich. Aber Muschus und Austoss haben nämlich eine große Schwäche. Die haben nämlich eine schwache, spezielle Verteidigung. Dafür sind sie im Physischen recht gut. Also wenn man gegen Muschus und Austoss hat, dann eben mit Spezialattacken. Okay, das ist jetzt schon 41, dann geht es jetzt hier rüber. Weil irgendwo auf einer Insel müsste noch ein Item sein. Ach ne, Moment, das ist ja falsch. Steckt unter einem Felsen, ich habe jetzt gerade einen falsch. Wir hätten es schon holen können, aber dazu brauche ich jemanden, der zertrümmern kann. Also ich habe es gerade falsch gemacht. Tut mir sorry. Das heißt, sobald ich Route 40 durch habe, kehre ich nochmal zurück und hole mal kurz eins mit. Zertrümmerer. Und dass das auch schon Aurora Strahl besitzt, das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht, aber wird ihm nur nichts bringen, wenn es kein Eistyp hat, dann ist es auf jeden Fall schon mal nicht Step. Und für den Duffler auf jeden Fall durchhaltbar. Wird auf jeden Fall anders aussehen, wenn es Step wäre, dann würde mir nicht mehr so leicht davon kommen.
bin ich aber immer noch sicher, was Pflanzenattacken genau sind. Ob das doch speziell sind oder doch physisch. Weil es kommt mir doch vor, dass sie doch speziell sind. Oder einerseits wieder, dass sie dann doch physisch sind. Ich weiß nicht mal, was ich glauben soll. Das ist das Problem. Entweder sind sie physisch oder speziell. Und die Crew auf dem Move-Farm. Auf dem Miltank-Farm, die habe ich auf jeden Fall nicht vergessen. Aber da warte ich erstmal, bis ich fliegen habe. Dann kann ich das genau erledigen. Es gibt zwar auf der vorherigen Route gibt es auch noch einen Bär, aber ich habe gerade keine Lust zurückzulaufen. Wobei, machen könnte ich es doch. Weil wenn ich jetzt schon nicht zurückgehe, dann kann ich das genauso gut tun. Dann tue ich das, dann hole ich die Bär und dann kommen wir mal unseren Miltank. Dann wird das auch schon mal erledigt, dann muss ich mich nicht mehr nochmal daran erinnern lassen. So, bei Tentachen sind wir auf jeden Fall mit Duflo nicht mehr so gut beraten, weil das hat er noch als zweiter Typ Gift. Und das schwächt halt die Pflanzenattacke. Ich glaube... da bin ich mir jetzt absolut nicht sicher. Ich bin jetzt der Annahme gegangen, dass vielleicht Gift noch effektiv gegen Pflanzen wäre. Ich kann es leider nicht genau sagen, weil ich es nicht mehr genau weiß. Weißt du eines, ich will auf jeden Fall X-Bad noch auf 30 bringen, damit es dann Flügelschlag erlernt. Dann sind wir auf jeden Fall für die 5. Arena sowas von vorbereitet. Dann haben wir auf jeden Fall ein paar Vorteile mehr. Nur gegen das Signature-Pokémon könnte ein bisschen schwierig sein, aber ich habe da auch noch eine andere Methode, die jetzt nicht über Duflo geht. Zum Beispiel Anziehung. Wenn es ein männliches ist, dann ist es wirklich gerade ein bisschen am Hinterteil. Kommen wir jetzt mal um das versteckte Item und um die Kumu-Farm. Also wird es heute leider nicht sehr viel geben. Ich hätte das mehr ohnehin nicht in einem Part geschafft. Und ich hoffe einfach nur, die 10 Superschutz reichen auch. Was halt das Problem ist, ich brauche dann immer wieder dieses Macholo. Damit ich die Felsen zertrümmern kann, weil es nämlich meine andere VM-Sklave es nicht erlernen will. So, du kannst mal eigentlich kurz weg, aber ich glaube, auf dem Horsee kann ich dich nicht gebrauchen. Zumindest wüsste ich nicht wo. Also ich würde es immer wieder einwechseln und dann das Bett der Schiene machen und jetzt habe ich die Bären vergessen. Ich bin doch so schlau heute. KLUG. Ich muss ja die Bären ja auch noch mitnehmen. So, warum ist sie? Es fällt ja nur noch ein einziger. So. Die 9 bitte. Und ich hole mir jetzt gerade zuerst noch den Hypertrank, bevor ich das nochmal vergesse. Weil es nämlich eines unter den zertrümmbaren Felsen. Und zwar hier. Und jetzt bin ich schon wieder mit dem Latein am Ende. Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch laden könnte. Na gut, ich brauche jetzt glaube ich eh nicht mehr. Ich muss dann wieder in Anemonia City, aber da gibt es wenigstens auch ein Pokémon Center. Muss es ja geben, weil sonst kann ich ja nicht hinfliegen. Das fliegt ja meistens immer zu dem Pokémon Center. Und dich, Luna, habe ich auf jeden Fall nicht vergessen. Du kommst dann auch noch dran, früher oder später.
Momentan will ich auf jeden Fall mal dafür sorgen, dass auf jeden Fall X-Band mal seinen Flügelschlag bekäme und das dann eben. Wobei, ich könnte sogar wahrscheinlich auch Forces mal benutzen. Theoretisch. Das muss ich halt nur noch den ganzen Weg zurücklaufen für die eine Bäre. Aber da kann ich dir gleich die Minzbäre mitnehmen, die mit einer Autoaufweckung Schlaf zu tun hat. Wenn ich schon mal ohne nie bin. Wäre das natürlich auch erledigt. Und ich merke gerade, ich habe etwas vergessen. Wahrscheinlich habt ihr jetzt gerade 15 Minuten lang nämlich meinen Ventilator gehört, dann tut es mir sowas von leid. Ich habe ihn vergessen auszuschalten. Also wahrscheinlich habt ihr jetzt 15 Minuten lang einen Ventilatorgebläse ab und zu. Vielleicht hat auch mein Kommentar das auch ein bisschen übertönt. Ich muss das auf jeden Fall nochmal überprüfen. Den letzten Part habe ich auf jeden Fall auch überprüft und das Mikrofon hat sich auf jeden Fall bewährt. Es hat nicht schon wieder einmal auf selbstständig machen wollen. Also, das ist jetzt 15 Minuten lang Ventilator gebläst, da ist, das tut mir jetzt absolut wirklich leid. Da muss ich auf jeden Fall das dann. Wenn es dann doch zu sehr auffällt, muss ich dann das doch reinschreiben, dass die ersten 15 Minuten wegen dem Ventilator. Attacke ist krank, es braucht wieder Ben. Oder muss ich zuerst mit dem reden? Moment, ich hab die Bären ja dabei, wieso will er die jetzt nicht nehmen? Weißt du, dass wir mit dem Tank sprechen müssen? So, ich hoffe, ich kann es jetzt füttern. Ja, jetzt kann ich so. Das ist die erste. Das ist die zweite. Und so weiter und so fort. So, jetzt ist schon ein bisschen gesünder. Aber immer noch nicht ganz fit auf den Beinen. Noch ein bisschen gesünder. Weil sobald es dann richtig wie der Moon kann, wie im Pokédex, dann ist es gesund. Ja, jetzt ist es der Fall. So, jetzt ist es wieder kräftig und hat es jetzt doch weniger als 10 gebraucht. Es hat nur 7 benötigt. Okay, dann hat mir Poké Vicky gerade einen Strich durch die Rechnung gemacht. Hast du unseren Milchtank gekauft? Jetzt gibt es wieder Milch. Hier für deine Mühe. Denn von ihr kriegt man jetzt die TM 13. Das hier ist Schnarcher. Das ist eine seltene Attacke, die nur ein schlafendes Pokémon einsetzen kann. Überleg dir gut, wie du sie anwendest. Also heißt im Grundtext, nur wenn es schläft. Wie findest du mich von meinem Milchtank? Ist mein ganzer Stolz. Gibt es einen Pokémon, um dessen Kappe aufzufrischen? Ich gebe sie für nur 500 Poké-Dollar. Bitte sehr, trink aus und genieß es. Und das Problem ist, man kann halt nur eines haben gleichzeitig. Aber dafür füllt es dann unsere Kappe dann um 100 auf. Also eine wirklich Exklusivheilung. Und wenn ich das gewusst hätte, dass du 7 Bären gebraucht hättest, hätte ich das bei der letzten Session schon gemacht. Naja, hinterher wird man auch immer wie schlauer, weil ich wollte es ja zuerst nicht probieren. Aber egal. Was passiert ist, passiert, das können wir jetzt nicht mehr rückgängig machen. Genauso, wenn ich mich den Part neu aufnehmen kann, weil ich nicht gespeichert habe. Höchstwahrscheinlich hört man das doch wirklich noch raus.
So, die Minzbeere kannst du gerne haben, den Hypertrank und die drei letzten Beeren. Weil die brauche ich ja jetzt alle nicht mehr. Also geheilt und gestärkt sind sie noch. Das mal noch safe. So, da wollen wir jetzt auf jeden Fall das große weite Meer nochmal ein bisschen in Angriff nehmen. Ja gut, groß und weit ist es nicht, so wie in Wind Waker HD. Dass ich aktuell so viele Parts aufgenommen habe, dass ich davon erstmal gar nicht mehr aufnehmen muss davon. Das für mich auf jeden Fall noch ein bisschen weniger Arbeit bedeutet, weil ich jetzt nämlich voll auf Pokémon und auf Resident Evil 4 konzentrieren kann. Und am Anfang kommt ja alles noch so richtig groß vor, aber wenn man es so richtig kennt, dann ist es da auch klein. Sowieso unsere Wohnung, die war ja am Anfang auch recht klein vorgekommen und dann... also recht groß gewirkt und jetzt ist sie ein bisschen klein geworden, wenn man eben größer wird. Hat dann natürlich einen Lauf. So, damit wäre das auf jeden Fall erreicht. So, und dafür wird jetzt Blutsauger verschwinden, weil das brauche ich jetzt wirklich nicht mehr. So, dann ist auf jeden Fall das Bett, wo man jetzt vorbereitet. Und ich glaube, da kann ich auf jeden Fall Cosilla reinnehmen. Weil da bin ich auf jeden Fall mit Psychattacken gut im Vorteil. Und es hat, wie ich weiß, gerade nur spezielle Attacken. So, dann einmal Konfusion und dann ist das gleich gegessen. Also habe ich für unser kleines Cosillachen auch noch eine Einsatzmöglichkeit gefunden. Und das ist selbstverletzt sogar noch perfekt. Kann ich schon mal mit Pulverschnee nachhelfen. Oh gut, gegen Sternduell wieder nicht mehr. Ja, dafür habe ich ja immer noch unser Duflor. Ja, noch ein bisschen Level dazu vertragen kann. Wobei ich dann demnächst auf jeden Fall da mal Sterndu und Evoli ein bisschen und in die Fittiche nehmen müsste. Damit die auch noch ein bisschen mehr kriegen. Ich glaube, das könnte ich demnächst mal machen. Also vor der 6. Arena. Dass ich die beiden dann halt auch noch ein bisschen auf 25 nachtrainiere, oder? Jetzt haben wir mal generell alle Pokémon, die unter 25 sind, noch auf 25 nachtrainieren. Und noch ein Tentacha. Auf jeden Fall wieder ein sehr guter Einsatz. Wenn es noch komplett one-hitten würde, wäre es noch besser. Wobei Umklammerung ist auf jeden Fall eine, glaube ich, eine physische, aber die macht so wenig Schaden. Da ist dann nämlich noch 6 Level drüber. Ach ja, was jetzt auch auf der E3 angekündigt ist für euch, wird das jetzt wahrscheinlich nichts mehr von Bedeutung haben, da das ja schon einige Zeit vergangen ist. Aber ich habe jetzt gerade heute oder gestern erst mitbekommen, dass sogar ein Resident Evil 2 Remake geplant ist für... weiß ich nicht mehr für welche Konsole genau. Auf jeden Fall hat mich das auf jeden Fall eine Entscheidung jetzt dazu gefällt, weil ich wollte früher oder später einmal Resident Evil 2 bringen. Aber das würde ich jetzt dann abwarten, bis es dann all das Remake draußen ist. Und das wird dann höchstwahrscheinlich komplett blind sein, als ich möchte das vorhin spielen. Wobei ich vielleicht mal generell vielleicht wieder mal Blind-Projekte
mal machen soll, damit es wieder ein bisschen witziger wird. Sollte es dann doch zu viele Probleme bereiten, dann werde ich es wahrscheinlich doch her. Mal zuerst vorab spielen. Weil ich glaube, Blind wäre es auf jeden Fall noch lustiger. Und die ersten Bilder, die ich dazu gesehen habe, oder das kurze Demo-Gameplay, sehen auf jeden Fall schon mal vielversprechend aus. Wenn du da dieselbe Grafik wie bei Resident Evil 7. Doch das gleiche Inventarsystem. War besser. Ich weiß nicht, wie es auf der Originalkonsole war. Weil ich habe das selber nie gespielt. Genauso wie Resident Evil 3. Denn diese zwei Resident Evil Spiele, die habe ich auf jeden Fall von der Haupt-Resident Evil Serie nie gespielt. Da gibt es auch noch Resident Evil Veronica X, was ich nicht gespielt habe. Es gibt noch einige Resident Evil Spiele, die ich so gar nicht mal privat gezockt habe. Das wird wahrscheinlich die letzte Trainerin sein. Wobei, ich habe jetzt gerade vergessen, nämlich mein Pokémon umzutauschen. Hätte vielleicht tun sollen. Auf Duflor. Und ich glaube, das hole ich dann gleich nach. Ja, das hätte ich definitiv tun sollen. Und nur ich, Jenny, hab's vergessen. Wenn ich dann viel labere, dann vergesse ich auch einiges. Also Live-Themen kann ich hier auch nicht mehr machen, da ich alles so weit voraus aufnehme. Einmal für den Sommerurlaub, der auf jeden Fall jetzt komplett gesichert ist. Den ich jetzt auch schon durch habe seit längstem. Das kommt wahrscheinlich nach August, dieser Part. Und zweites wegen... Okay, Starmie könnte ein bisschen schwierig werden. Ja, das hat jetzt nämlich auch den Psychotyp. Aber wir haben auch etwas, was gegen Psycho helfen könnte. Und zwar nämlich eine Geistattacke. Da nur die Frage, ob ich stark genug bin und es mich nicht pwnt. Wenn so die Spezialverteidigung auch noch sinken würde, dann ist es sogar perfekt. Geht's bald davon? Natürlich. Natürlich Genesung. Wieso auch nicht? Das sieht man wahrscheinlich gleich schnell, dass es zweimal hintereinander läuft, oder hat Genesung einfach eine Prio? Das muss mir mal jemand erklären, der darüber Bescheid weiß. Ob das eine Prio hat oder nicht. Damit wäre auch die Heike kein Problem mehr. Und ich kenne persönlich noch eine Heike. Sag es lieber nicht woher, weil ich weiß jetzt nicht, ob sie das gerne erwähnt haben möchte. Dann wir es so, bevor ich Let's Play wurde, haben wir früher noch oft zusammen Fliff gespielt. Ich kann nur sagen, sie war mal eine Gildenleiterin, aber mehr verrate ich jetzt wirklich nicht mehr über sie. Also wir haben sehr oft zusammengespielt, als sie noch aktiv war. Weil die ist jetzt schon seit ein paar Jahren nicht mehr so aktiv. Naja, und die Route werden wir dann im nächsten Part noch weiter erkunden, weil ich glaube, das ist jetzt die untere linke Ecke. Dann haben wir immer noch ein paar Trainer, die da in der Mitte sind. Da würde ich dann einfach nach dem Kreuzprinzip von unten und dann nach links, rechts, hoch. Oder unten, links, hoch, rechts. Dann wieder runter und dann wieder im Uhrzeigersinnprinzip weiterverfahren. Auf jeden Fall sehen wir uns dann im nächsten Part wieder, wenn wir dann hier weitermachen. Also bis dann. Ciao.